Also bevor ich die Ausbildung im COD angefangen habe, habe ich mein Fachabitur im sozialen Bereich beendet. Ja, aber dann dachte ich mir so, warum machst du deine Leidenschaft nicht zu deinem Beruf? Ja, habe das dann einfach gemacht. Das COD Berufsbildungswerk Dortmund ist eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation. Es bietet jungen Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung in einem von 25 anerkannten Berufen an. Als überregionale Rehabilitationseinrichtung zur beruflichen Erstausbildung führt das BBW zusätzliche Maßnahmen der Arbeitserprobung, Eignungsabklärung sowie berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen durch. Jährlich nehmen über 300 junge Menschen mit Lernbehinderungen und psychischen Behinderungen daran teil. Also von Anfang an bis jetzt, ich komme gern zur Arbeit, habe tolles Team, tolle Kollegen. Meine Leidenschaft ist und bleibt auf jeden Fall die Nahrungszubereitung, die Essensausgabe und einfach ja, dieser Kundenkontakt. Vor allem bei uns in der Küche finde ich schön, auf jeden ist immer Verlass und wenn man Hilfe braucht, da ist immer irgendjemand an der Seite. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung von Rehabilitanten in den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie deren persönliche, soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Kostenträger der Maßnahmen ist die Bundesagentur für Arbeit. Das COD BBW Dortmund unterhält ein eigenes Berufskolleg. Es wird geschaut, okay, hey, was kannst du, wo brauchst du Hilfe, wo brauchst du Unterstützung und man fühlt sich einfach sicher. Es ist auf jeden Fall ein Auffangnetz, hilfsbereit und offen. Also ich finde, dass man wirklich als Mensch gesehen wird. Jeder Mensch ist was Besonderes, egal, ja, was für Problemchen man mit sich rumträgt. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, nach der Ausbildung mich eventuell auch weiterzubilden, ja, im gastronomischen Bereich tätig zu sein, aber auch Hotels, Kindergärten, Altenheim. Also ich bin da einfach offen für das, was auf mich zukommt. Das zusammenwirkt.